Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für die Gleichstellung. Wir machen uns ja in der Politik öfter Gedanken darüber, wie wir Verbesserungen für unser Land erreichen können, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, in welchem Land wir leben wollen und wie wir dazu beitragen können. Und wir haben kürzlich im Ministerium eine Umfrage gemacht, die das Ergebnis hatte zum Thema Gleichstellung. Eine breite Mehrheit ist davon überzeugt, dass tatsächliche Gleichstellung unserer Gesellschaft nützt. Frauen und Männer wollen und sollen gleichberechtigt, selbstbestimmt leben können. Aber die Befragten sagen auch, dass wir noch nicht am Ziel sind. Nur 14% haben geantwortet, dass bei der Gleichstellung bisher tatsächlich alles erreicht ist. Nur 14%. Und das heißt, dass die anderen, die deutlich sehen, wo die Unterschiede noch sind, auch Recht haben. Frauen erhalten immer noch einen um 18% niedrigeren Bruttolohn pro Stunde. Sie leisten 1,5-mal so viel familiäre Sorgearbeit wie Männer, und sie sind viel seltener in Führungspositionen zu finden. Sie haben aufgrund der geringeren Löhne und häufigeren Arbeit in Teilzeit auch ein geringeres Alterseinkommen. Die Rentenlücke liegt bei etwa 53%. Und wir haben in den letzten Jahren viel unternommen, um genau dagegen anzugehen. Und das ist auch heute wieder der Fall. Ich erinnere an das Entgelttransparenzgesetz, das neue Führungspositionengesetz, den großen Ausbau der Kinderkrankentage, den Ausbau des Elterngeldes, des Partnerschaftsbonuses, all die Flexibilisierungen, die dazu beitragen sollen. Wir setzen uns ein für eine bessere Bezahlung von Frauen und Männern in systemrelevanten sozialen Berufen, für die Frage der Gleichstellung in Bezug auf den Kampf gegen Gewalt, aber auch für mehr Partnerschaftlichkeit und Vereinbarkeit. Wir haben zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Gleichstellungsstrategie auf den Weg gebracht, die alle Ressorts verpflichtet, nicht nur das Frauenressort, sich um dieses Thema zu kümmern. Und genau heute setzen wir mit der Bundesstiftung Gleichstellung auf den nächsten Schritt nach vorne. Und daran haben Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, tatkräftig mitgewirkt. Sie haben die Grundsatzentscheidung getroffen, diese Stiftung zu gründen, und mein Haus um eine Formulierungshilfe gebeten. Und wir haben ganz viele engagierte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die gekämpft haben dafür, dass wir heute hier sein können. Und dafür möchte ich Ihnen allen ganz besonders danken. Wir verfolgen mit dieser Stiftung drei Ziele. Erstens, wir wollen zeigen, wo es noch mehr Gleichstellung braucht. Wir wollen gute Lösungen dafür entwickeln. Zweitens, wir wollen Engagierte für die Gleichstellung vernetzen und unterstützen. Und drittens, wir wollen das Wissen über Gleichstellungsfragen vergrößern und auch mit Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussion dazu anstoßen. Konkret soll das gelingen, indem die Stiftung eben einfach auch Interessierten es leichter macht, sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen. Wir werden mit unserem Gleichstellungsatlas, den wir heute schon haben, anhand von 41 Indikatoren eben diesen guten Überblick auch nutzen, um über Gleichberechtigung in Politik, in Arbeitswelt und Gesellschaft zu sprechen und Fortschritte zu machen. Wir wollen mehr Tempo für das Thema Gleichstellung. Wir werden mit der Stiftung auch andere unterstützen, ihre eigenen Aktionspläne für mehr Gleichstellung voranzubringen, egal ob das in der Zivilgesellschaft ist, in der Wirtschaft oder in der Verwaltung und Politik. Wir werden Innovationswettbewerbe anschieben können, um gute Ideen für mehr Gleichstellung zu unterstützen, damit diese Schule machen, überall im Land. Und es gibt viele Ideen, es gibt viele Menschen, die dieses Thema wichtig finden und vielleicht auch ein Erfolg der vergangenen Jahre, dass gerade in der jungen Generation dieses Thema als sehr wichtig eingestuft wird. Und die Gleichstellungsstiftung wird ein Forum des Bundes sein, um diese Themen voranzubringen. Sie wird gegenseitige Unterstützung, Vernetzung ermöglichen. Wir schaffen ein Haus für die Gleichstellung. Und Sie alle haben dazu beigetragen. Und es ist ein weiterer Schritt, damit eben Frauen und Männer die gleichen Chancen haben, ihr Leben nach ihren Wünschen selbstbestimmt und frei, gleichberechtigt, so wie es unsere Verfassung vorsieht, auch gestalten zu können für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Und deshalb vielen Dank, und ich freue mich auf die Beratung.